Wir hören es immer wieder, Frühstück soll die wichtigste Mahlzeit des Tages sein. Und das ist auch so. Wenn du mit einem gesunden Frühstück in den Tag startest, bist du den ganzen Tag über viel energiereicher. Doch wieso ist das eigentlich so? Über Nacht wird dein Energiespeicher aufgebraucht. Wenn du diesen dann morgens nicht wieder auffüllst, fühlst du dich den ganzen Tag schlapp und ausgelaugt. Aber gerade die richtige Form des Frühstücks ist hier entscheidend. Also solltest du kein Weißbrot mit Marmelade essen, sondern wirklich Lebensmittel, die dir viel Energie geben. Folgende Lebensmittel werden dir hierbei helfen. Erstens, Gemüse. Hier ist vor allen Dingen Gemüse gemeint, wie Gurken, Paprika oder Tomaten. Dieses Gemüse liefert dir wirklich viel energiereiche Inhaltsstoffe und kurbeln außerdem deinen Stoffwechsel an. Zweitens, Nüsse. Nüsse sind reich an Kalium. Kalium sorgt dafür, dass du sehr schnell wach wirst und außerdem sind Nüsse eine super Alternative, falls du morgens nicht viel Appetit hast. Drittens, Haferflocken. Haferflocken sind reich an Ballaststoffen und sorgen somit dafür, dass du lange gesättigt bist. Viertens, Naturjoghurt. Die meisten Joghurts enthalten unheimlich viel Zucker. Gemeint ist hier also wirklich der natürliche Joghurt. Diesen kannst du super kombinieren mit Müsli oder Obst und er ist generell sehr reich an Protein. Fünftens, Eier. Eier enthalten unheimlich viel Protein und sorgen somit auch dafür, dass du lange gesättigt bist. Außerdem sorgen sie dafür, dass wirklich der Stoffwechsel konstant bleibt. Sechstens, Obst. Obst liefert dir super viele Vitamine und Nährstoffe. Das lässt dich perfekt und energiereich in den Tag starten. Siebtens, Eiweißshake. Gerade für die Leute, die morgens relativ wenig Zeit haben, ist ein Eiweißshake eine super Alternative, um deinen Körper schon morgens mit wichtigen Protein zu versorgen. Mit diesen Lebensmitteln startest du perfekt und energiegeladen in den Tag. Guten Appetit!